Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und ja, diesmal haben wir einen richtig dicken Fisch an Land gezogen. Und genauso viel hat der auch gekostet. Ich bin jetzt gerade auf dem Spektraltiger und ich sage euch ehrlich, der Spektraltiger ist von den Kosten, zumindest von den damaligen Kosten, wo ich ihn gekauft habe, nichts im Vergleich, was ich diesmal ausgegeben habe. Ich will nicht große Umschweife jetzt noch weitermachen. Und zwar, ja, ich habe es gemacht. Ich habe mir das teuerste Item in WoW gekauft. Und zwar blaues Mörlergeist schimpft sich das. Schaut relativ unspektakulär aus, hat aber einiges hinter sich. Und zwar gehen wir jetzt einmal hier unter die Pets rein. Ihr seht, da fehlt mir nur noch ein Pet und das ist Murky. Und das ist quasi dieses Pet und zwar das blaue Mörlergeist. So, jetzt mag sich der ein oder andere fragen, der sich mit dem Collecten vielleicht nicht so auskennt. Was ist das für ein Ding? Ja, also, wenn wir hier drüber fahren, wir sehen, es ist hier einmal Murky von einem Promotion-Event und zwar BlizzCon 2005. Heißt, wenn man damals in den USA im Jahre 2005 auf der BlizzCon war, hat man dort eine Karte bekommen. Und diese Karte hat dementsprechend dieses Murky Eye beinhaltet. Da das jetzt schon über, was ist denn das, 16, 17 Jahre her ist, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, gibt es halt so gut wie keine mehr von den Dingern und der Preis ist halt saumäßig hoch. Ich kann euch jetzt mal zum Vergleich hier gucken. Hier ist eine Seite, die mehrere Preise quasi vergleicht. Da siehst du auch immer so ein bisschen, wie die Preisentwicklung war. Und aktuell ist der Preis bei 8000 Euro. Wenn man das Ding kaufen will. Ich habe es nicht für Euronen gekauft, sondern ich habe das für Gold gekauft und zwar habe ich ausgegeben 120 Millionen Gold. Ja, ihr habt richtig gehört, es sind über 100 Millionen Gold, 120 und da war auch einiges an Handeln noch mit im Spiel. Der Typ wollte ursprünglich 150 haben. Das ging jetzt über mehrere Monate, wo ich dann versucht habe, ein bisschen zu handeln, das irgendwie abgeblockt wurde und ja, das Ding ist, ich habe ihn dann ein bisschen zappeln lassen, weil es die Geschichte ist, es ist zwar sehr selten, ne, und das ist die einzige Person, die das angeboten hat, aber die Geschichte ist halt auch, dass es nicht sonderlich viele Käufer gibt für sowas und dementsprechend ist meine Taktik aufgegangen. Ich war schon quasi kurz dran, da ja das komplett sein zu lassen, ja, weil ich mir dachte, nee, 150 zahle ich nicht, dann habe ich so gut wie kein Gold mehr. Jetzt bin ich übrigens auch fast pleite. Ich kann euch mal was zeigen. Also ich habe ursprünglich überlegt, ob ich das mit aufnehme, wie ich das Gold rüber handle, aber es hat ewig gedauert. Überlegt mal, 120 Millionen Gold von einem auf einen anderen Account zu traden, dauert vor allem mit meinem Ladebalken, deswegen habe ich mich gegen entschieden. Hier auf Antonidas, überall wo ein Gold war, war vorher ein Goldcap. Gut, hier hat er, glaube ich, ein paar Gold noch auf einem Char über gehabt. Er hat mir 1000 irgendwas Gold geschenkt, weil er dann keinen Platz mehr hatte auf die Chars. Er hatte mit einem hat er 1000 irgendwas Gold rumgelegen gehabt. Dementsprechend, ja, hier mit den ganzen Chars habe ich jetzt kein Gold mehr. Auf Antonidas sieht es jetzt ein bisschen mau aus. Wobei, ein bisschen was habe ich tatsächlich noch, aber ja, auf jeden Fall sind wir um einiges ärmer. Genau, also 120 Millionen habe ich dafür gezahlt. Dementsprechend das letzte Pet eingetütet und ja, wir können es uns angucken, aber ehrlich gesagt, schön ist es jetzt nicht. Es ist halt eine uralte Textur, ne, von 2000, Anfang der 2000er, ne, also 2005 hier, wie es hier drauf steht. Und dementsprechend ist es jetzt nichts Tolles, aber es geht halt um den Sammlerwert, beziehungsweise dass halt einfach die Collection voll ist. So, wo haben wir es denn? So, da haben wir das mehr oder minder schicke Pet. Also ihr seht, das ist halt so ein uralt Murloc. Model hat halt keine krasse HD-Textur, ist aber anscheinend, oder ich würde behaupten, das teuerste Item, was man sich in WoW aktuell besorgen kann und auch wahrscheinlich das seltenste, ne, dazu noch. Ich habe es jetzt, Collection ist voll und ja, ich bin immer nur so ein bisschen hin und her überlegen, mit den 120 Millionen hätte man halt auch viel anderes kaufen können, ne? Also da hätte man sich einige TCG-Mounts hinstellen können, gut, die habe ich mittlerweile alle oder viele Sachen aus Maha kaufen können, T-Mog-Gedönse, jetzt ist die Entscheidung quasi gefallen und ja, damit war es das eigentlich, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und ja, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich an der Stelle. Schreibt mir vielleicht noch in die Kommentare, ob ihr es gemacht hättet, wenn ihr so viel Gold hättet. Hättet ihr das Ding gekauft oder hättet ihr gesagt, ah, scheiß drauf, mit 120 Millionen kaufe ich mir das, dies, das, jenes und hab quasi keine Sorgen mehr. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu meint. Und ja, dann sehen wir uns gerne bei den nächsten Waste of Money Videos wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.